Nach den Kreuzwegbildern der Konfirmanden in den letzten 6 Tagen sind wir heute am Karsamstag angekommen und sind hier am Felsengrab in der Obergeiser Kirche und wir hören die Geschichte der Grablegung Jesu. Und als es schon Abend wurde und weil Rüsttag war, das ist der Tag vor dem Sabbat, kam Josef von Arimathea, ein angesehener Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete, der wagte es und ging hinein zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon tot sei und rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es erkundet hatte von dem Hauptmann, gab er Josef den Leichnam. Und der kaufte ein Leinentuch und nahm ihn ab und wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das war in einen Felsen gehauen, und wälzte einen Stein vor des Grabes Tür. Aber Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Josef, sahen, wo er hingelegt wurde. Josef von Arimathea hat sich um den Leichnam Jesu gekümmert. Er hat ihn vom Kreuz abgenommen, ihn in ein Leinentuch gewickelt und dann in ein Felsengrab gelegt. Und er wälzte einen schweren Stein davor. Der Karsamstag heute ist ein merkwürdiger Tag. Er gehört noch zur Karwoche, heißt im Kirchenjahr deshalb auch Karsamstag. Hinter uns liegt also die Schwere, die Trauer, der Schmerz des Karfreitags, die Grablegung Jesu. Und doch heißt es im Volksmund, im Alltag heute, es ist Ostersamstag. In diesem Zwiespalt leben wir. Es ist irgendwie hinter uns der Karfreitag, der Schmerz, und vor uns auch schon das Osterfest. Viele bereiten heute schon viel vor, auch wenn die meisten doch in ihrer Familie oder alleine zu Hause sitzen angesichts der Corona-Pandemie mit Ausgangssperren hier im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. So spüren wir diese Schwere, gerade in diesem Jahr, der Schmerz, die Trennung von so vielen Gewohnten und Geliebten, vor allem den Menschen, den wir lieben. Und trotzdem bereiten wir uns auch auf das Osterfest vor, denn wir brauchen auch dieses Licht. Aber im Kirchenjahr ist heute eben Karsamstag, ein ruhiger Tag. Und so lade ich Sie und euch ein, heute darüber nachzudenken, was beschwert mich gerade heute? Was beschwert mich in dieser Zeit? Und legt dieses Beschwernis, diese Last, diese Sorge ans Grab Jesu. Ganz bewusst, legt eure Sorgen an Jesu Grab. Vertraut sie Gott an. Im Vertrauen auf die Worte des Kanons, den wir in unserem Gesangbuch finden und der seinen Ursprung im Psalter unserer Bibel hat. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deiner Wohnung. Und ich dir danke, dass du mir hilfst. In diesem Sinne, bleibt alle munter, fröhlich und gesund.